And the winner is Kirito. Mit satten 425 Punkten gewinnt er also meine Kick-Tipp-Saison 21-22. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Applaus, Applaus. Ich ziehe den Hut vor euch, beziehungsweise vor Kirito, natürlich auch vor allen anderen. Denn ihr seht anhand der Gesamtpunktzahl, es war wirklich, wirklich knapp. Ich glaube sogar zeitweise während der Konferenz waren irgendwie 3 oder 4 Leute nur einen Punkt auseinander. Aber letztendlich ist dann Prinz Poldi zum Beispiel noch 2 Plätze nach oben, DB Cooper und ich sind einen Platz runter. Der Champ, der komplettiert die Top 5. Ich scroll einfach mal runter, dann seht ihr euch ja, wo ihr gelandet seid. Was wirklich sehr auffällig ist, viele Leute mit vielen, ja, mit hohen Punktzahlen, also knapp so an die 400 Punkte. Vorjahressieger Leo ist Platz 14. Leo, das ist zwar sehr enttäuschend von dir, muss nächstes Jahr auf jeden Fall besser werden. Und ansonsten freut es mich einfach, dass ihr so aktiv mitgezogen habt. Ich glaube, die Videos, die waren ganz gut. Die haben mir auch immer sehr viel Spaß gemacht. Das werde ich auch so beibehalten, denn jetzt kommt schon mal die Ankündigung für die nächste Kick-Tipp-Saison, die es auf jeden Fall geben wird. Das Video dazu, wie es abläuft etc. pp., das wird in naher Zukunft hier auf meinem Kanal erscheinen. Also abonniert, wenn ihr das nicht verpassen wollt und auch nächste Saison wieder. Oh, Sven hat 26 Punkte geholt am letzten Spieltag. Der hat viele Spiele richtig getippt, auch vom Ergebnis her. Das ist es halt, ne? Wenn du am letzten Spieltag nochmal ein paar Punkte rausreißt, aber 26 Punkte insgesamt ist schon eine starke Leistung. Ja, und dann Kirito, setzen wir uns mal beide auseinander oder in Kontakt über Twitter, Discord etc., damit ich dir das Geld dann geben kann. 50 Euro waren es ja, das wird auch nächstes Jahr das Preisgeld sein. Ja, es war wirklich eine sehr, sehr schöne Kick-Tipp-Saison. Mir hat das immer sehr viel Spaß gemacht, auch die Videos zu machen. Sehr interessant und es freut mich einfach, dass ihr so aktiv mit dabei wart. Das ist nicht selbstverständlich. Jetzt versagt mir schon fast die Stimme. Aber ja, muss noch ein bisschen weitergehen. Also, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende. Kommt gut in die Woche. Wir sehen uns bei meinen nächsten Videos wieder. Und nochmal ein großes, großes Dankeschön an die ganzen Teilnehmer. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und dann sehen wir uns. Macht's gut. Ciao, ciao.